Herzlich willkommen zur Vorstellung der CorelDRAW Graphics Suite X8. Mein Name ist Klaus Vossen. Ich bin bei Corel als Produktmanager beschäftigt und möchte Ihnen heute die CorelDRAW Graphics Suite X8, unser ganz neues Produkt, vorstellen. Ich werde das allerdings nicht alleine tun. Bei mir ist die Michaela Maginot, die als freie Grafikerin und Illustratorin sehr viel mit CorelDRAW Graphics Suite arbeitet. Und die wird den Hauptteil der heutigen Veranstaltung übernehmen und wird Ihnen dann die CorelDRAW Graphics Suite X8 in Aktion zeigen, da auch die neuen Funktionen zeigen, aber eben nicht nur, sondern das Ganze dann im Kontext, in wirklichen Projekten dann auch vorführen. Bevor wir dazu kommen, möchte ich einen kleinen Überblick oder Einblick geben in die CorelDRAW Graphics Suite X8. Viele von Ihnen haben bei der Registrierung angegeben, schon mit CorelDRAW Graphics Suite mit früheren Versionen zu arbeiten, teilweise auch mit der direkten Vorversion CorelDRAW Graphics Suite X7. Es hat sich in der CorelDRAW Graphics Suite demgegenüber einiges getan für alle Anwendergruppen, die wir mit der CorelDRAW Graphics Suite bedienen. Das sind zum einen die professionellen Grafiker, Designer und auch Werbetechniker und andere, aber auch Anwender, die nicht unbedingt tagtäglich mit der Software arbeiten, die auch gar nicht unbedingt ausgebildet sind als Grafiker, sondern die mit der CorelDRAW Graphics Suite hier einen Werkzeugkasten nutzen, um schnell qualitativ hochwertige Grafiken für ihre Zwecke zu erstellen. Das kann dann im Marketing in Unternehmen aus verschiedensten Branchen sein. Es können aber auch eben Büroanwender sein, die nicht so häufig mit Grafiksoftware in Berührung kommen oder eben auch Hobbyanwender. Für Sie alle haben wir mit der CorelDRAW Graphics Suite ein sehr umfangreiches Werkzeug im Angebot. Und das Umfangreiche geht schon damit los, dass Sie aus sehr vielen verschiedenen Quellen Ihre Projekte überhaupt starten werden. Das können dann teilweise schon bestehende, frühere Projekte sein. Sie bekommen vielleicht Dokumente von Ihren Kunden oder von Geschäftspartnern. Vielfach sollen eben auch Teile genutzt werden, Grafiken, die dann schon vorhanden sind, die Sie eben nicht selber erstellen müssen, und vieles mehr, sodass sicherlich nur ein Teil von Ihnen überhaupt mit dem leeren Blatt, dem leeren Bildschirm als Startpunkt in Berührung kommen werden. Die Werkzeuge, um dann daraus ein Design zu erstellen, die verschiedenen Wege auszugeben, die bietet CorelDRAW Graphics Suite. Davon werde ich jetzt ein paar Dinge vorstellen und die Michaela Maginot wird dann einige im Detail weiter zeigen. Bei den Ausgabemöglichkeiten geht es dann ähnlich vielfältig wieder zu. Natürlich immer wichtiger werden die Online-Medien, dass hier Grafiken eben für alle möglichen Online-Auftritte, natürlich auch Werbung erstellt werden. Daneben gibt es aber weiterhin auch viele verschiedene Druckausgaben, ob das nun Großformat-Drucker sind oder Textildruck, Stickereien und dergleichen mehr. Das wird eben alles von der CorelDRAW Graphics Suite bedient. Die CorelDRAW Graphics Suite wird auch von vielen namhaften Partnern in verschiedenen Branchen eingesetzt und genutzt. Hier eben auch dann teilweise erweitert oder in die eigenen Lösungen integriert, was dann beispielsweise in den Anwendungen von Wilcom zu finden ist für Stickerei und Textildruck. Oder auch, wenn Sie in Deutschland unterwegs sind und Straßenschilder sehen, die sind zu einem großen Teil sehr wahrscheinlich mit einer Lösung der Firma EDV Dr. Haller erstellt worden, die eben auch auf CorelDRAW basiert und das Ganze dann ergänzt für diese Zwecke, für diese speziellen Branchen und Arbeitsabläufe. CorelDRAW Graphics Suite X8 enthält natürlich wieder eine Vielzahl von Werkzeugen, wie Sie das aus früheren Versionen auch schon gewohnt sind. Allen voran das CorelDRAW als die zentrale Anwendung für Illustration und Seitenlayout. Das Corel Photo Paint ist natürlich in einer neuen Version dabei als Bildbearbeitung.
Es gibt aber auch ganz neue Anwendungen, die Sie jetzt erstmalig kennenlernen werden. Das ist dann zum Beispiel der Corel Font Manager, der alles abdeckt, was zum Thema Schriften, Schriftverwaltung benötigt wird. Und das Thema wird die Michaela Maginot dann in ihrer Präsentation auch gleich noch näher ausführen. Des Weiteren weitere Komponenten für verschiedene Zwecke, das Corel Power Trace zur Vektorisierung, Corel Website Creator, um mit Grafiken, die zum Beispiel in Corel Draw oder Photopaint erzeugt wurden, dann auch Webseiten erstellen zu können, das Corel Connect als die zentrale Schnittstelle oder Verwaltungswerkzeug für alle Inhalte, Cliparts, Fotos, Schriften und dergleichen mehr und nicht zuletzt zu erwähnen ist Corel Capture, um Bildschirmaufnahmen und auch Bildschirmvideos zu nehmen. Daneben gibt es eine ganze Reihe an zusätzlichen Anwendungen, das Benvista Photozoom als Plugin für das Corel Photopaint zum Vergrößern von Bildern ist in einer neuen Version dabei. Programmierschnittstellen sind weiterhin in der Corel Draw Graphics Suite X8 enthalten und das, was viele von Ihnen schon seit jeher als eine der großen Stärken der Corel Draw Graphics Suite nutzen, eine sehr große Zahl an Inhalten, Cliparts, Bilder, Schriften, natürlich auch wieder neue Designvorlagen und dergleichen mehr, die hier alle mit der Corel Draw Graphics Suite auch in der neuen Version X8 wieder mitgeliefert werden. So, damit möchte ich dann mal starten und Ihnen die neue Corel Draw Graphics Suite X8 in ein paar Bereichen, nämlich zumindest dem, was neu ist, was Sie noch nicht kennen, da ja die Corel Draw Graphics Suite X8 erst gestern überhaupt veröffentlicht wurde, Ihnen das in einer Übersicht zu zeigen, um danach dann der Michaela Maginot das Wort zu geben, damit sie Ihnen aus den Funktionen der Corel Draw Graphics Suite dann auch einiges wirklich am Beispiel zeigen kann. Corel Draw Graphics Suite X8 ist für die neueste Generation von Geräten und auch der Windows, das Windows-Betriebssystem, also Windows 10, gemacht. Lässt sich jetzt hier schwer zeigen in der im Webinar. Wir unterstützen mit der Corel Draw Graphics Suite X8 auch die Microsoft-Stift-Technologie, die druckempfindlichen Stifte, die Sie zum Beispiel in einem Microsoft Surface-Tablet finden, womit Sie dann eben auch in Corel Draw und in Corel Photopaint mit drucksensitiven Werkzeugen arbeiten können. Das Ganze ist ausgelegt auf eine, auch auf hochauflösende Bildschirme, wie zum Beispiel die 4K-Monitore, die ja auch immer populärer werden und immer mehr angeboten werden. Und wenn ich jetzt mal ganz kurz aus dem Präsentationsmodus hier rausgehe und das Corel Draw in der Anwendungsoberfläche zeige, dann sehen Sie hier die verschiedenen Icons, die Oberflächenmerkmale, die auch skalierbar sind. Das heißt, wenn Sie auch mit verschiedenen Monitoren arbeiten, ein 4K-Monitor und daneben vielleicht noch ein kleinerer Monitor oder ein Laptop-Bildschirm, der nicht so hochauflösend ist, dann lässt sich Corel Draw auch auf mehreren Bildschirmen mit verschiedenen Auflösungen hervorragend verwenden, passt sich an die Größe an und ist eben immer gestochen scharf zu sehen in den einzelnen Anwendungsteilen. Was auch ein ganz wichtiges Thema ist, zumindest sicherlich für diejenigen von Ihnen, die nicht tagtäglich mit der Software arbeiten, ist, dass Sie Einstiegshilfen bekommen, um effizient und produktiv mit der Software arbeiten zu können. Da haben wir mit Corel Draw Graphics Suite X8 sehr viel getan, sehr viel Neues ergänzt, um Ihnen hier den Einstieg zu erleichtern. Ich gehe nochmal raus aus dem Präsentationsmodus und möchte Ihnen das über den Willkommensbildschirm ganz kurz zeigen. Sie sehen hier über den Willkommensbildschirm die Möglichkeit, dann verschiedene Arbeitsbereiche zu wählen, aber auch die Möglichkeit, auf verschiedenste Lernressourcen, Hilfsmittel zuzugreifen. Da sind dann verschiedenste Tutorials hier auswählbar
Und wir haben neu zum Starten die Touren für verschiedene Zwecke, für verschiedene Abläufe, auch für diejenigen von Ihnen, die jetzt mit einer Vorversion der CorelDRAW Graphics Suite arbeiten, dass sie sich dann schnell mit den Neuerungen in der Version X8 vertraut machen können. Und auch für diejenigen, die von einer anderen Software kommen, die vielleicht die Adobe Creative Suite, Creative Cloud Produkte derzeit noch einsetzen, die dann hier sehr schnell mit CorelDRAW Graphics Suite und den Eigenheiten vertraut werden können. Zurück zur Präsentation. Ich renne jetzt durch diese Dinge relativ schnell durch, weil ich die meiste Zeit auch der Michaela Maginot überlassen möchte, um die Funktionen zu zeigen. Auch die Benutzeroberfläche, Sie sehen jetzt hier in dem Screenshot, da hat sich einiges getan. Wir haben da grundsätzlich neue Möglichkeiten, wie zum Beispiel die dunkle oder auch eine schwarze Benutzeroberfläche. Das wird Ihnen die Michaela Maginot alles gleich noch in der Anwendung zeigen, wenn Sie dann mit CorelDRAW und den anderen CorelDRAW Graphics Suite Anwendungen dann auch arbeitet und Ihnen da einiges der Werkzeuge zeigt. Ein paar Werkzeuge möchte ich Ihnen jetzt aber schon vorneweg zeigen. Das bietet sich an, in dem Fall jetzt einige der neuen Illustrationswerkzeuge hier ganz kurz vorzuführen. Dazu gehe ich wieder aus dem Präsentationsmodus raus und möchte Ihnen das neue Messer mal ganz kurz vorstellen als ein Beispiel für die neuen und erweiterten Illustrationswerkzeuge in der CorelDRAW Graphics Suite. Dazu gehe ich mal hier etwas näher an diesen Schriftzug ran. Das Beispiel kann man sich gut vorstellen als etwas, was in der Werbetechnik zum Beispiel für eine Fahrzeugbeschriftung genutzt werden soll. Und in dem Beispiel geht es dann vielleicht darum, dass dieser Schriftzug auf der Seite eines Fahrzeugs montiert, beklebt werden soll, wo dann ein Türfalz mitten dazwischen ist. Und mit dem Messer kann man hervorragend Objekte teilen. Sie sehen hier oben in den Einstellungen, dass da auch zusätzliche Möglichkeiten geboten werden, wie zum Beispiel eine Überlappung hier einsetzen zu können, sodass sich die Schnittkante dann mit einer Überlappung zu beiden Seiten definieren kann. Das eignet sich hervorragend, um dann so einen Türfalz zu überspannen, wenn das dann an den Kanten umgeklebt werden soll. Ich habe jetzt hier mal 10 mm als Überlappung eingegeben und mache jetzt mal in dem Fall eine gerade Linie. Weil es am schnellsten geht, so jetzt sieht man erstmal nicht viel, weil ich ja nur den Schnitt gemacht habe. Und wenn ich das Ganze jetzt mal auf einer Seite auswähle, dann sehen Sie hier im Objektmanager schon, da wurde einiges geteilt in mehrere Objekte. Und wenn ich das jetzt hier senkrecht nach unten fahre, dann sehen Sie, dass da eben diese 10 mm, also 1 cm Überlappung drin ist. Das ist etwas, was Sie mit solchen einigermaßen komplexen Grafikobjekten zuvor sicherlich nur sehr aufwendig herstellen konnten und nicht so einfach mit einem Schnitt, wie ich das jetzt hier machen konnte mit dem Messer, mit der Überlappung. Das nur als ein Beispiel. Es gibt einige mehr Werkzeuge und Erweiterungen, zum Beispiel auch zur Knotenbearbeitung. Das vielleicht doch noch ganz kurz als ein Beispiel. Ich kann jetzt hier zum Beispiel mit einem Freihandwerkzeug einen Teil einer Kurve umfahren, auswählen und dann mit Steuerung C, Steuerung V das Ganze kopieren und habe jetzt diesen Teil der Kurven als neues Objekt kopiert. Ganz simpel, ganz schnell ist sowas dann zu erledigen mit CorelDRAW X8 mit den neuen Illustrationsfunktionen, um dann eben ja, solche Aufgaben schnell zu erledigen und damit dann weitermachen zu können. Natürlich kann ich jetzt mit dem Objekt hier weiterarbeiten und dann auch hier die Form verändern und dergleichen mehr machen. Aber das war bisher auch schon möglich. So, ich möchte noch schnell weitergehen und dann gleich auch zur Demonstration von Michaela Maginot übergeben zu können. Ein Thema, was vielen von Ihnen als Anwender sehr wichtig ist, ist der Umgang mit Schriften, Schriftarten. Und da haben wir mit CorelDRAW Graphics Suite X8 etwas ganz Neues ergänzt,
nämlich den Corel Font Manager, mit dem sämtliche Schriften, ob sie nun installiert sind auf dem Rechner, ob sie aus der Inhaltezentrale, also der CorelDRAW Graphics Suite mit ihren Inhalten selbst kommen oder von irgendwo gekaufte, lizenzierte Schriften, die können Sie alle hier übersichtlich verwalten, sehen da an den Statushinweisen auch sofort, ob es installiert ist, wie diese Schrift zur Verfügung steht. Und Sie haben vor allen Dingen hier diverse Möglichkeiten, eigene Sammlungen zu erstellen, Ihrer Schriften für Projekte, für bestimmte Kunden oder was auch immer Sie da an Kategorien brauchen. Und Sie haben hier die volle Sicht auf die Glyphen, also auf die OpenType-Funktionen zum Beispiel der Schriften und dergleichen mehr, sodass Sie das Ganze dann hervorragend mit Ihren Projekten in CorelDRAW und in Corel Photo Paint zum Beispiel benutzen können. Ein anderes Thema, was auch immer sehr beliebt und wichtig für die Anwender in der CorelDRAW Graphics Suite ist, ist das Thema Bildbearbeitung. Auch hier haben wir einige neue Funktionen. Eine möchte ich ganz kurz zeigen, nämlich die Möglichkeit, mit perspektivischen Verzerrungen umzugehen. Ich bin jetzt hier im CorelDRAW und diejenigen von Ihnen, die die CorelDRAW Graphics Suite kennen, kennen auch die Möglichkeiten, dass man im CorelDRAW, dem Layout- und Illustrationsprogramm, mit Bildern und Bildbearbeitungsfunktionen umgehen kann. Wenn es komplizierter wird, wechsle ich ins Corel Photo Paint für diese perspektivische Verzerrungskorrektur, muss ich das aber gar nicht machen. Da kann ich auch das Bild, so wie ich es hier in meinem Layout habe, dann gerade richten. Und diese Funktion wurde eben ergänzt um diese perspektivische Verzerrungskorrektur. Da kann ich dann zum Beispiel hier das Ganze versuchen, gerade zu richten und das gelingt sehr schnell. Soll ich vielleicht noch ein bisschen höher gehen? So. Und so kann ich dann eben sehr schnell so eine Bildkorrektur vornehmen. Das Ganze wird im Layout aktualisiert. Es gibt weitere neue Funktionen, auf die dann die Michaela Maginot zum Teil auch noch eingehen wird. Wir haben zum Beispiel einen neuen Reparaturklon. Wir haben aber auch neue Linsenfunktionen, mit denen man Bilder ohne sie zu zerstören, bearbeiten kann und mit Effekten versehen kann. Dazu etwas später dann noch mehr. Zum Schluss, wenn dann Designs erstellt sind, geht es natürlich darum, für welchen Zweck man diese Designs, Grafiken oder Bilder überhaupt erstellt. Und da bietet die CorelDRAW Graphics Suite nach wie vor eine riesige Auswahl an unterstützten Dateiformaten. Natürlich wird die PDF-Ausgabe unterstützt, wie das bisher auch schon der Fall war, mit Funktionen für die für den Passwortschutz auch oder auch für druckfähiges PDF und dergleichen mehr. Aber Sie sehen hier in der Liste, die nur ein kleiner Auszug ist, dass wir eben in allen Bereichen sehr viele Dateiformate unterstützen. Natürlich in die aktuellen Formatversionen übersetzt, also auch die Adobe-Formate werden in den aktuellen Formatversionen unterstützt, so dass Sie mit den Dateien arbeiten können, aber Sie eben auch in diese Formate ausgeben können, um dann mit Geschäftspartnern zum Beispiel zusammenarbeiten zu können, die diese Formate verlangen. CorelDRAW Graphics Suite beinhaltet noch viel, viel mehr und ich möchte mich jetzt wirklich beeilen, um dann endlich an die Michaela Maginot abgeben zu können. Deswegen ein letztes Beispiel für eine neue Funktion in der CorelDRAW Graphics Suite X8. Etwas, was wir im Sommer letzten Jahres angekündigt haben als Premium-Funktion, nämlich die Möglichkeit an Bildern, Ränder und Ösen zu ergänzen. Das ist eine der Zusatzfunktionen, die CorelDRAW Graphics Suite X8 Kunden kostenlos herunterladen und installieren können. Dieses kostenlose Herunterladen und Installieren, das geht über die weiteren Werkzeuge. Die kann ich hier mal ganz kurz aufrufen. So, und da sehen Sie dann zusätzlich angebotene Erweiterungen, wie zum Beispiel auch den Website Creator, der hier herunterladbar und installierbar ist. Es gibt auch Erweiterungen, die Sie dann kaufen können zusätzlich oder eben diese kleinen Erweiterungen, Zusatzmodule, Add-ons, wie diese Funktion Rand und Öse, die ich jetzt mal ganz kurz noch benutzen möchte.
Damit kann ich zum Beispiel mein ausgewähltes Bild mit einem Rand ergänzen, um das dann auf Leinwand aufzuziehen. Da könnte ich jetzt die Ränder dehnen. Das wäre eine Möglichkeit. Sie müssen sich das jetzt vorstellen, dass das an der gestrichelten blauen Linie dann umgefaltet wird, wenn es auf Leinwand mit Rahmen aufgezogen wird. Eine andere Möglichkeit, bei dem Bild hier vielleicht besser geeignet wäre, dann das Ganze spiegelverkehrt anzugeben, um diesen Rand, die Leinwand auf dem Rahmen dann eben möglichst ja, gut wie handgemalt, sage ich jetzt mal, aussehen zu lassen, wie das dann bei einem nicht gedruckten, sondern gemalten, auf Leinwand gemalten Bild dann auch der Fall wäre. So, wie gesagt, es steckt noch viel mehr in der CorelDRAW Graphics Suite X8. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt vielleicht auch nicht jede der Vorversionen kennen, ganz kurz noch der Hinweis, dass hier eben noch viele weitere Anwendungen auch drinstecken und Funktionen wie zum Beispiel PowerClip, was die Michaela Maginot, glaube ich, gleich auch sicher noch zeigen wird und vieles mehr, was zum guten Teil dann auch über die Lernwerkzeuge, über Tutorials, über Videos und dergleichen mehr dann auch schnell eingesehen werden kann, damit man einen guten Einblick bekommt in die Werkzeuge und da auch Inspiration und Ideen bekommt, wie man mit diesen Werkzeugen dann umgehen kann. Damit möchte ich jetzt dann wirklich abgeben an die Michaela Maginot und dann kommen wir jetzt zur Präsentation der CorelDRAW Graphics Suite X8 in Aktion und da werden Sie dann mehr zu einzelnen Funktionen dann auch im Zusammenhang mit Arbeitsabläufen sehen. Ich grüße Sie, mein Name ist Michaela Maginot. Ich möchte Ihnen heute als Anwender einen kleinen Einblick in die CorelDRAW Graphics Suite X8 geben. Wie sieht meine Arbeit mit der Suite aus und welche Vorteile bietet mir diese? Dafür möchte ich Ihnen vorher einen kurzen Überblick über die Programmoberfläche geben und dann mit einem kleinen Projekt hier eine Energy-Dose, Sie sehen hier das fertige Motiv, starten und danach noch einzelne Funktionen wie Textbearbeitung und Bildbearbeitung anhand einer Broschüre zeigen. Ich würde jetzt nochmal mit dem Willkommensbildschirm starten, auch wenn das vorher schon mal erklärt wurde, wo wir was finden. Ist für mich nochmal ein wichtiger Bereich hier dieser Arbeitsbereich, wo Sie einstellen können, wie Sie Ihre Benutzeroberfläche quasi vorweg mal gliedern möchten. Also für alle die, die jetzt von Adobe Illustrator kommen, bietet sich hier auch die Möglichkeit, diesen Arbeitsbereich auch anzuwählen. Sie sehen jetzt, es schaltet in eine andere Farbe. Ich zeige nachher nochmal, warum. Ich habe mir nämlich meinen Arbeitsbereich schon eingestellt. Ich arbeite hauptsächlich mit Seitenlayout-Funktionen. Deswegen klicke ich jetzt nochmal da drauf. Und was der Vorteil jetzt schon mal ist, ist grundsätzlich, dass jetzt schon vorweg alle Tools vorhanden sind, die ich für meine Arbeit benötige. Ich sehe jetzt links, ich gehe nochmal in die Energy-Dose, meine Hilfsmittelpalette. Die kann ich mir jetzt hier auch selber zusammenstellen, wie ich diese benötige, also ein- und ausschalten, was ich jetzt brauche oder nicht. Und ich sehe auf der rechten Seite meine Undock-Fenster, wo ich auch mal die Möglichkeit habe, die einzelnen Undock-Fenster auszuwählen, je nachdem, wie ich sie benötige. Das ist auch ein sehr großer Vorteil an dieser Programmoberfläche. Man wird es nachher sehen bei der Arbeit. Ich muss nicht suchen, ich habe alles quasi direkt vorhanden und kann das anschauen. Was auch ganz interessant ist und neu überarbeitet wurde, ist das Hinweisfenster. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Hilfsmittel zum Beispiel nehmen wir jetzt mal das Messer, sehe ich auch hier gleich ganz genau, wie das alles funktioniert. Für alle diejenigen, die sich über die neuen Funktionen informieren wollen, sehr gut und die noch nie damit gearbeitet haben, ist für jedes Hilfsmittel oder für jede Aktion, die Sie machen möchten, ein entsprechender Hinweis vorhanden. Jetzt wechsle ich nochmal kurz in das Corel Photo Paint. Auch hier gleiches Prinzip. Hier finde ich meine Hilfsmittel, die ich anpassen kann, wie ich mir das vorstelle. Und auf der anderen Seite meine ganzen Undock-Fenster.
Die Benutzeroberfläche. Hier sehen Sie jetzt, ich habe mir jetzt meine Wunschfarbe eingestellt. Das kann man ganz leicht machen. Unter Anpassungen, Erscheinungsbild haben Sie jetzt die Möglichkeit, das so zu gliedern, wie Sie sich das vorstellen. Meine Projekte sind so unterschiedlich, dass ich manchmal lieber einen helleren bevorzuge oder einen dunkleren, je nachdem. Das kann ich jetzt machen, so wie mir das gefällt. Ich könnte jetzt auch hier den Fensterrand in einer Farbe anpassen, wie ich das gerne möchte. Das ist jetzt sozusagen komplett personalisierbar. So, ich würde jetzt mal mit dieser Dose starten, um auch mal zu zeigen, wie schnell das Ganze geht. Schiebe ich mir das mal darüber. Na. Ich habe mir vorweg ein PDF von einer Druckerei runtergeladen. Dieses PDF werde ich jetzt einladen und verwenden für die weitere Bearbeitung, um später eine Druckdatei ausgeben zu können. Das kann ich jetzt ganz einfach tun. Ich lege mir jetzt meine neue Seite an in den entsprechenden Format und importiere mir jetzt erst einmal das PDF in mein Dokument. Ich habe es mir vorher angeschaut, also ich brauche Seite 2 und 3, sage okay. Und mit Leertaste kann ich es gleich mittig platzieren. Wir sehen jetzt hier auch, das finde ich auch sehr schön gelöst, den Objektmanager. Das heißt, diese Übersicht ist sehr gut. Sie können jetzt hier auch das Ganze beschriften. Und ich sehe nicht nur die Seiten, sondern ich sehe natürlich auch, was ist auf den Seiten drauf. Und das habe ich alles in einem sozusagen Andruckfenster. Bei 50 Seiten ist das sehr vorteilhaft, dass ich da nicht immer mich durch die Ebenen suchen muss. So, hier sehe ich jetzt meine Seite 2 mit der Gruppe von vorgegebenen Inhaltsstoffen und ich würde jetzt hier anfangen, mir mal einen Rahmen aufziehen in der entsprechenden Größe. Und platziere mir den jetzt mal mittig ins Dokument und färbe den jetzt mal schnell ein, damit wir sehen, was ich da mache. So. Sehen wir momentan die blaue Fläche. Darunter sind jetzt meine Gruppe von Objekten. Aber das lassen wir jetzt erstmal so. Als nächstes möchte ich mir nämlich das Bild importieren. Das Motiv. Und dieses platziere ich mir jetzt in diesen Rahmen rein. So, der Powerclip-Rahmen ist sehr vom Vorteil, weil ich hier die Möglichkeit habe, dich nur in den Rahmen von außen einzugreifen und mein Bild dort zu verschieben oder zu verändern, sondern ich kann auch in diesen Rahmen viele verschiedene Elemente schachteln. Das heißt, ich muss mein Bild jetzt auch nicht zuschneiden und gar nichts, sondern habe die Möglichkeit, diese ganzen Elemente ineinander zu verschachteln, ohne quasi Bilder zu zerstören. So, jetzt habe ich hier unten meine Gruppe. Die kann ich mir jetzt mal darauf ziehen. So sehe ich jetzt leider nicht. Das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt auch wieder eine neue Funktion. Da kann ich zum Beispiel auch mein Objekt ausblenden. Das heißt, das lasse ich jetzt mal kurz aus, um das bearbeiten zu können. Die Gruppe möchte ich nämlich jetzt hier, die Kurven möchte ich jetzt weiß einfärben. Die Gruppe brauche ich dafür auch nicht auflösen. Ich kann jetzt zum Beispiel hier ganz einfach einwählen. Also reinklicken, sehe auch genau, was habe ich da. Das zum Beispiel farblich verändern. Also hier in dem Fall würde ich sagen, die Haarlinie ist mir auch zu riskant, kann ich dann auch noch verändern. Und habe so die Möglichkeit, zum Beispiel ganz schnell das ist zum Beispiel eine Flächenfarbe, ganz schnell meine Tönung hier zu ändern, so wie ich mir das vorstelle. So. Und fertig. Schließe ich das mal. Und lass mein Bild wieder erscheinen. So, damit wäre ich jetzt erstmal soweit fertig. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, das passt mir noch nicht. Also wie schon eben auch gezeigt, könnte ich jetzt hier sagen, ich verändere die Sachen nochmal in Tönung. Ich übertreibe jetzt mal, damit man sich das vorstellen kann. Sag okay, ich möchte das noch anpassen. Oder ich möchte was ganz anderes damit machen, habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich wechsle jetzt einfach mal in Corel Photo Paint und gestalte jetzt dort mit Layern und so weiter, was ich nachher noch zeigen möchte, aber jetzt mal zum schnellen Erstellen. Nimm zum Beispiel mal einen Effekt her, zum Beispiel die Wasserfarben.
Und wenn ich damit fertig bin, wechsle ich quasi wieder zurück in mein Corridor-Dokument und kann dort weiter bearbeiten, ohne jetzt groß meine Grafik zu verlassen. So, ich würde mir jetzt mal die Elemente, die ich jetzt hier schon vorbereitet habe, rüber kopieren einfach. Es handelt sich hier um zwei Vektorlogos, einen Grafiktext, einen Mengentext. Ich zeige dann nachher nochmal, was der Unterschied ist. Platziere das jetzt mal kurz da in mein neues Dokument. Hier oben ist ein Grafiktext und jetzt möchte ich gerne auf die neue Funktion eingeben, weil ich den Corel Font Manager X8. Eine ganz tolle Sache, gerade für mich, weil ich als Designer sehr viel mit Schriften arbeite. Ich würde jetzt mal da oben diesen Text eingeben und habe jetzt hier einmal die Möglichkeit zu gucken, wie schaut denn überhaupt meine Headline oder mein Text in den einzelnen Schriften aus. Ich habe jetzt hier auch die Möglichkeit, wie schon vorher angekündigt, das zu gliedern. Das heißt, ich kann jetzt hier wirklich unendlich viele Ordner einfügen, die zum Beispiel gegliedert sind nach Kunden und so weiter. Natürlich die Inhaltszentrale, wo ich meine Schriften suchen kann, die ich benötige. Und ich habe hier auch die Möglichkeit, genau zu gucken, ob ich zum Beispiel nur mit OpenType Postgres-Schriften arbeiten möchte, bestimmte Schriftstile benutzen möchte. Das ist alles hier möglich und leicht anwählbar. Was natürlich auch wichtig ist, sind zum Beispiel solche Sachen wie, wenn ich Schriften benutze oder verwenden möchte oder auch kaufe, was haben die für Lizenzen zum Beispiel oder was bieten die mir für Funktionen? Dafür kann ich ja nochmal genau nachschauen. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel für eine Schrift entschieden habe, gucke ich erstmal, beinhaltet die jetzt auch Standardliteratur, wenn ich die brauche? Ja, hat sie auch, würde ich dann so verwenden und ich kann natürlich nachschauen, was ist das für eine Familie? Was für eine Unterfamilie habe ich da zur Verfügung? Wer hat das hergestellt? Und habe hier diese komplette Information von Schriftentechnologie und so weiter. Ein sehr, sehr schönes Tool. Freut mich sehr, dass das jetzt doch so umfangreich eine Schriftendatenbank da ist, auch von der Inhaltszentrale, alles leicht überblickbar und anwählbar. Was kann ich damit anfangen, wenn ich jetzt hier drüben wieder bei meiner Dose bin? Also ich würde jetzt mal das hier nur markieren, gehe jetzt mal in mein Schriftenfeld rein und kann jetzt hier wieder schauen, dass ich zum Beispiel wieder nur den Ordner Schriftenkunden anwähle, dass ich nicht lauter Zeug sozusagen rumliegen habe und rumsuchen muss, kann hier auch wieder schauen, wie schauen die Schriften aus und wähle jetzt aber meine Schrift, die ich mir vorweg schon überlegt habe. Hier in dem Listenfeld haben Sie auch die Möglichkeit, genau einzustellen, wie viele Schriften angezeigt werden sollen, mit denen Sie gearbeitet haben in der letzten Zeit und so weiter. Auch die ganzen Informationen können hier wieder abgerufen werden. Wenn ich jetzt in meine Objekteigenschaften, das sieht man nachher nochmal, wenn ich mit dem Textsatz arbeite, reinklicke, die begleiten einen nämlich durch das ganze Projekt immer. Das ist auch sehr schön. Sie müssen überhaupt nicht wechseln in irgendwelche andere Andockfenster, egal was Sie anwählen. Die Objekteigenschaften gehen mit Ihnen mit. Jetzt würde ich mal hier zum Beispiel was schreiben. Na, können wir gleich mal hier rüber gehen. Das gleich mal ändern. Da habe ich einen Tabulator an. Einen Moment. Fisch. So. Und eine Telefonnummer würde ich jetzt noch mal reinschreiben, so als Beispiel. Zoome ich mal hin. Das, was ich mir vorher ausgewählt habe, finde ich jetzt hier auch in dem Bereich der OpenType-Funktion. Das heißt, die Glyphen, die vorhanden sind, werden mir hier angezeigt. In dem Fall hier zum Beispiel die Standardligaturen. Ich kann natürlich auch das interaktive OpenType benutzen und sehe hier auch, was ich benutzen kann, ob diese Glyphe vorhanden ist oder zum Beispiel, ob ich hier Möglichkeiten habe, meine Telefonnummer zum Beispiel mal anders darzustellen. Auch das ist hier alles möglich, entweder interaktiv oder über Ihren Bereich, über das Feld. So, im Prinzip wäre die Dose jetzt dann fertig. Sie könnten jetzt die ausgeben zum Druck. Zum einen als Druck-PDF, das würde ich jetzt auch gerne einmal zeigen. Das geht ganz einfach. Das sind schon voreingestellte Druckoptionen. Kann jetzt hier in die Einstellung noch gehen und noch schauen,
Also ich habe jetzt hier drei Dosen, drei Seiten, ob das alles so stimmt. Ich habe jetzt hier auch keine Schmuckfarben. Falls da irgendwas nicht in Ordnung ist, sehen Sie das auch, können Sie das selber nochmal einstellen oder gleich die Schmuckfarben konvertieren. Das Profil stimmt auch für die Online-Druckerei. Könnt ihr jetzt hier nochmal alle Texte in Kurven umwandeln, um keine Probleme zu haben und natürlich Randanschnittsgrenzen und so weiter angeben, wenn nötig. Und Sie haben natürlich noch eine Sicherheit, was genau nicht stimmt. Also in dem Fall ist es kein Problem, weil ich weiß, das sind Textrahmen, so die über die Seite hinausragen, und können das hier nochmal genau sehen, was nicht in Ordnung sein könnte und das gegebenenfalls ändern. So, damit wäre das eigentlich schon erledigt und die Dose schon fertig. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, das zu exportieren. Das würde ich auch nochmal kurz zeigen, meinetwegen als JPEG oder als TIFF. Könnten das natürlich auch in verschiedenen Qualitäten sich gleich anschauen, zeigen lassen, die Auflösung und gegebenenfalls sich überlegen, wenn Sie jetzt Webbilder zum Beispiel rauslassen, wie groß darf das sein, dass Sie dann die entsprechende Größe für Webauflösung und so weiter alles hier finden und eingeben können und vergleichen können, wie Sie das ausgeben. Gut, als nächstes würde ich gerne, um den Textsatz ein bisschen besser zeigen zu können, in die Broschüre wechseln. Ich habe hier verschiedene Seiten mit verschiedenen Anforderungen und ich würde gleich mal mit dieser Seite starten und zwar auch mit einer verbesserten neuen Funktion, das Hilfsmittel Schatten, das kennen Sie sicher schon, der schaut jetzt noch realistischer aus und das würde ich kurz mal demonstrieren. Ich habe jetzt hier wieder einen Grafiktext für die, die das nicht, noch nicht so gewohnt sind, mit Programmen zu arbeiten, die sowohl grafisch, auch illustrativ, also grafisch oder mit Bildern oder Mengentext arbeiten. Ist der Grafiktext, verhält sich auch mit der Grafik, ich kann damit einiges einstellen, das würde ich nachher nochmal demonstrieren. In dem Fall würde ich aber jetzt mal das Hilfsmittel Schatten mir anschauen. Ich habe jetzt hier wie gewohnt die Voreinstellung zum Beispiel. Ich würde sagen, ich mache den jetzt mal ganz dunkel, damit man erkennen kann, was ich da mache. Und ziehe den Schatten jetzt mal manuell in eine Richtung. Kann das aber auch hier oben genau einstellen. Wenn Sie jetzt spezielle Perspektiven haben, sozusagen, die Sie immer wieder nutzen wollen, könnten Sie zum Beispiel den Schatten natürlich auch hier oben genau positionieren, auch wie weit er nach hinten laufen soll. Oder, was auch ganz schön ist, dass der, jetzt gehe ich mal näher ran, dass der Schatten nach hinten sozusagen ausläuft, wie stark der auslaufen soll, wie weich er ist und was halt ganz neu ist, die gaußsche Unschärfe, um den Schatten noch realistischer erscheinen zu lassen. Natürlich auch die Funktionen immer in Echtzeit, das finde ich mal sehr schön, in Echtzeit alles anzeigen zu lassen. Sie können dann rumprobieren, wie Sie möchten. Und haben hier natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, wie soll sich denn der Schatten quasi zu den einzelnen, zu dem Hintergrund verhalten. So, jetzt wechsle ich mal wieder zurück, wie es war. Dafür nehme ich jetzt kurz die Eigenschaftspalette, Hilfsmittel, genau. Zack, so, war's richtig. So, als nächstes die Textsatzfunktionen, die vielleicht auch einige sehr interessieren. Da ist alles möglich, mal Texte in Objekte platzieren, entlang von den Objekten, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen. Wichtig wäre vielleicht jetzt wirklich, wie gehe ich mit dem Textsatz um. Wenn ich jetzt hier draufklicke, sehen Sie auch schon wieder, hier ist alles vorhanden. Was habe ich hier? Ich habe jetzt verkettete Textrahmen. Das würde ich jetzt gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Dafür lösche ich mir die jetzt mal. Gehe mal meine Hilfslinien und meine Ausrichtungshilfslinien zur Hilfe. Und ziehe mir jetzt mal ein paar Textrahmen da rein. Diese blinkenden Schnittpunkte und so weiter, die sind jetzt einfach nur dafür da, dass ich weiß, huch, das ist allerdings mein Text von oben, dass ich weiß, wo bewege ich denn jetzt mich gerade überhaupt. Gut. So, diese Rahmen kann ich jetzt miteinander verketten. Das heißt, ich kann jetzt hier einfach sagen, na, rein damit. Bitte Text in die Rahmen fließen lassen. Ich muss näher dran. Entschuldigung. So. Sieht man nicht. Okay.
Also ich kann die in die einzelnen Rahmen fließen lassen. Das ist jetzt die eine Möglichkeit, mit Textsatz zu arbeiten. Habe jetzt hier die Möglichkeit, das einzustellen. Links, bündig, zentriert, was auch immer benötigt wird. Lässt sich hier alles einstellen. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, nicht mit verketteten Textrahmen zu arbeiten. Sie könnten jetzt halt sagen, ja, ich möchte jetzt hier einen Rahmen haben. Da oben ist mein, den lösche ich jetzt mal kurz raus. Sie haben die Möglichkeit, mit einem Rahmen zu arbeiten und diesen aufzuteilen. Das geht natürlich auch, indem Sie hier einfach sagen, ja, ich möchte jetzt zwei Spalten da drin haben und ich möchte, dass die Spalten diesen und jenen Abstand haben, entweder gleichmäßig oder unterschiedlich. Das kann ich hier auch alles festlegen. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte mit Basislinien arbeiten, die ich mir vorher ganz genau einstelle. Das geht natürlich auch. Das ist auch alles vorhanden. Auch die Möglichkeit, Objekte umfließen zu lassen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel draufklicke und ich gehe jetzt darüber, dann sehe ich ganz genau, ah, hier der Umfluss und wie weit soll das funktionieren. Das ist jetzt hier alles möglich. Wenn Sie jetzt natürlich noch ein bisschen mehr mit dem Text machen wollen, jetzt würde ich mir das mal hier rauslöschen und die Spalte nochmal in einen und gehe da nochmal näher dran. Und gehe jetzt mal nochmal in meinen Textbereich und wähle mir meinetwegen nochmal diese Schrift hier aus. Kann ich jetzt hier anfangen mit diesen ganzen Funktionen, die mir zur Verfügung stehen, ganz schnell meinen Text zu bearbeiten, auch in Farbe anzupassen zum Beispiel. Auch hier kann ich mir wieder in Echtzeit immer anschauen, wie schaut das aus. Das finde ich zum Beispiel sehr vorteilhaft. Habe die Möglichkeit natürlich hier auf weitere Funktionen, wie zum Beispiel die Blickfangpunkte zuzugreifen. Kann die hier auch wieder ganz einfach einstellen. Könnt ihr jetzt hier in Prozent oder in Punktgröße einstellen, was für Abstände die Blickfangpunkte zueinander haben sollen. Also das ist alles hier ganz leicht möglich. Diese ganzen Textsatzfunktionen sozusagen können hier ganz schnell angewählt werden. Jetzt gehe ich mal auch noch auf die andere Seite. Da ist noch ein Beispiel. Zum Beispiel Ligaturen. Auch das ist wieder, wenn ich das hier anwähle, auch über diesen Bereich wieder möglich, dass ich dann reingehen kann, die Initialen zum Beispiel einstellen und sagen, dreizeilig, Abstand, hängende Einzugsstil und so weiter. Das ist auch alles gleich hier immer zu erstellen und machbar. Das ist eigentlich auch die einfache Arbeitsweise der ganzen Sache. Jetzt wollte ich nochmal hier in die, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verirrt. Hier sehe ich auch nochmal einen Grafiktext. Also selbst wenn ich jetzt mit Grafiktexten arbeite, habe ich jetzt die Möglichkeit, hier zum Beispiel zu sagen, ja, ich stelle hier in dem Fall zum Beispiel einen Verlauf ein. Das ist dann auch wieder in Echtzeit immer schön änderbar und anschaubar. Ich sehe jetzt hier auch wieder einen Schatten und eine Spiegelung sozusagen, die ich mit diesem Grafiktext erstellt habe. So, wenn ich jetzt ein bisschen was mehr machen möchte, das heißt, ich habe jetzt hier Bilder, zum Beispiel von, wie angesprochen, dieses große Pool an Fotomaterial und so weiter von Coral Connect. Coral Connect zeige ich jetzt auch nochmal kurz. Sie können jetzt hier mit Schlagwörtern suchen. Es ist eine große Datenbank, wo Sie einen großen Zugriff haben auf all mögliches Bildmaterial. Dieses ziehen Sie sich einfach in Ihre Ablage rein sozusagen und diese synchronisiert sich dann parallel zu den anderen Programmen. Natürlich können Sie auch in Bildagenturen suchen. Wenn Sie jetzt sozusagen jetzt hier wieder Ihre Motive benötigen, muss ich mir diesen kleinen Ding da rumschieben, können Sie jetzt hier wieder auf die Ablage zugreifen und sich die Motive dann einfach reinladen. Dauert ein bisschen mit dem Aufbau. Wie funktioniert das dann? Sie ziehen es einfach rüber und bearbeiten das weiter. Die sind jetzt schon bearbeitet. Ich würde jetzt mal ein Beispiel zeigen. Nehmen wir doch mal das von der ersten Seite. Gehe ich mal in dieses Power, in den Powerclip Behälter rein und wechsle jetzt mal wieder in PhotoPaint. Zum Beispiel soll in dem Projekt das ganze Ton in Ton nachher werden, also Hintergrundfarbe mit Vordergrundfarbe. Ich würde jetzt einfach mal einen einfachen Kameraeffekt wieder wählen, damit es schnell geht zu zeigen. So, und wechsle dann wieder in meinen Programm zurück. Wundern Sie sich nicht, dass es ab und zu mal ein bisschen klickt. Ich arbeite hier auch noch mit meinem Stift-Tablet, mit dem Wacom Intus Pro.
Und dann ist das manchmal ein Hin und Her zwischen Maus, weil ich mit beiden Sachen arbeite. So, jetzt könnte ich das auch nochmal verändern, je nachdem, wie die Tönung jetzt sein soll. Und fertig wäre jetzt meine Darstellung. Gut, wenn ich jetzt ein bisschen was mehr machen möchte, also mit der Bildbearbeitung, habe ich noch mehr Möglichkeiten. Jetzt würde ich aber vorher gerne nochmal auf diese Stiftfunktion eingehen. Also hier sehe ich auch wieder einen Grafiktext gefüllt mit den künstlerischen Medien. Das kann man ganz schön lösen, dass man hat jetzt zum Beispiel mehrere Möglichkeiten, wenn ich jetzt mit dem Stift arbeiten möchte. Ich demonstriere das mal und ich gehe jetzt leicht. Ich übertreibe jetzt und habe einen dickere Größe. Das sind jetzt alles Vektoren, mit denen ich hier arbeite. Ich kann die sogar nachträglich noch verändern. Also je nachdem, wie fett ich aufdrücke, habe ich hier die Möglichkeit, quasi meinen Stift zu kontrollieren. Eine sehr schöne Sache. Ich würde mich jetzt aber jetzt mal den Füllmustern bedienen. Zeichne jetzt da mal ein Füllmuster drüber. Diese Vektoren können Sie natürlich nachher auch wieder in Objekte umwandeln und so weiter. Aber solange man damit arbeitet, habe ich hier die Möglichkeit, das auch immer wieder zu verändern. So. Und selbst wenn ich jetzt hier den Text ändern würde, das ist das Tolle an der ganzen Geschichte, habe ich meinen Inhalt und kann eigentlich auch mit diesem Text dann sehr schöne gestalterische Dinge machen. Hier zum Beispiel auch eine Kombination nachher in Kurventext mit künstlerischen Medien und hier eine Stanzform mit einem Verlauf. So, jetzt würde ich gerne nochmal in die Bildbearbeitung kommen. Das heißt, ich würde jetzt nochmal ins PhotoPaint wechseln, habe das aber jetzt vorbereitet, weil die Zeit so knapp ist. Und zwar soll dieses Motiv soll einfach noch verschönert werden. Dafür öffne ich aber jetzt schon mal das, was ich hier angefangen habe. Sie sehen jetzt hier diesen Objektmanager mit den einzelnen Funktionen, unter anderem auch mit einer neuen Linse, die gaußsche Unschärfe. Das ist jetzt halt sehr von Vorteil. Ich würde jetzt das mal alles ausschalten, damit man das sieht. Diese Linse, die kann ich jetzt benutzen, ohne mein Bild zu zerstören. Ich schiebe sie mal zur Seite, damit man es erkennen kann. Kann die natürlich jetzt einstellen, wie stark die sein soll. Und hier auch noch gucken, wie stark oder intensiv sich die Unschärfe verhalten soll. Hier oben sind jetzt noch verschiedene Linsen für mein Bildmotiv. Und hier habe ich quasi noch die freigestellte, mit Masken freigestellte Person, weil ich die farblich hervorheben wollte. Hier oben sieht man jetzt, das kann ich jetzt mal so zeigen, als normalen Layer. Dafür schalte ich jetzt mal alles weg. Wasserfarben, die kann ich jetzt hier wieder mit dem Pinselwerkzeug, zum Beispiel mit der Malfarbe, habe ich ein großes Pool an verschiedenen Pinseln, die natürlich auch wieder individuell angepasst werden können. Jetzt wähle ich mir mal hier einen größeren Pinsel aus. Mal irgendeine Farbe. Und würde jetzt mal hier einfach ein bisschen was drauf machen. Also je nachdem, welche Pinseleigenschaft ich jetzt verwende. Ist die Wasserfarbe, die ineinander fließt oder wie auch immer, kann ich das hier machen. Jetzt muss ich mein Schildchen hier wieder weg. So. So, jetzt wähle ich die Bilder wieder an, damit man sieht, warum macht sie das denn jetzt hier eigentlich. Das Ganze kann ich jetzt zum Beispiel ineinander lagern als farbliche Gestaltung. Gucke ich nochmal, welche Layer ich gerne hätte. So. Und könnte jetzt wieder zurück in meinen Corridor wechseln. Da ich jetzt in einem anderen Bild arbeite, würde ich das jetzt einfach mal kombinieren oder zusammenfügen. Na. So, machen wir mal einen. Kopiere mir das Ganze mal und gehe wieder in das, was wir hatten. Das stimmt jetzt zwar von der Größe her nicht, aber nochmal zurück. So. Ist egal, stimmt jetzt von der Größe nicht, aber vom Prinzip her sage ich jetzt mal bearbeiten, beenden. Hier sieht man die zwei Ebenen. Und wenn ich jetzt wieder in meinen Korridor wechsle, sehe ich jetzt hier den Powerclip-Behälter. Dann wähle ich jetzt mal ein. Kann die hintere Ebene ja mal Gruppierung auflösen. Löschen, die brauche ich nicht.
und mein Foto dementsprechend jetzt da rein positionieren. Klicken wir mal das weg. Und fertig ist die Gestaltung. So, jetzt würde ich gerne noch, ich sehe, die Zeit ist ein bisschen knapp, aber kurz noch das verbesserte Retusche-Werkzeug noch zeigen. Sie kennen das sicherlich. Ich mache das mal kleiner. Und sehe hier mal die Schatten in dem Beispiel. Das Hilfsmittel Klonen, das ist ja schon bekannt. Jetzt gibt es noch verbessert sozusagen. Also der Reparaturklon lässt die Sachen noch ineinander mehr verlaufen, damit man einen natürlicheren Übergang sozusagen nachher erkennen kann. Also es verwischt ineinander und man könnte dann noch besser die Retuscharbeiten noch besser erledigen. Das nochmal kurz gezeigt. Und ich würde jetzt gleich an Herrn Vossen wieder übergeben. Dankeschön, Michaela. So, jetzt noch ganz kurz zurück zu mir. Vielen Dank für die Präsentation. Sie haben gemerkt, es gibt sehr viel mehr zu zeigen und wir könnten da jetzt auch noch sehr viel mehr Zeit natürlich verwenden, um dann hier noch mehr zu zeigen. Wir werden aber in den kommenden Wochen und Monaten noch weitere Webinare anbieten. Wir haben davor eine Reihe an Webinaren zu bestimmten Themen dann auch aufzusetzen, zu denen wir Sie dann natürlich auch gerne wieder einladen. Da können Sie sich dann zu einzelnen Aufgabenbereichen, einzelnen Funktionsbereichen von der CorelDRAW Graphics Suite X8 auch noch ein genaueres Bild machen. Jetzt zum Abschluss noch ganz kurz ein paar Informationen rund um die CorelDRAW Graphics Suite X8, die als neue Version ja gestern veröffentlicht wurde. Die Version ist als elektronischer Download oder auch als Lizenzversion, als Mengenlizenzen online und auch bei den autorisierten Händlern erhältlich. Die Box-Version, die es auch geben wird, wird ab 5. April erhältlich sein. Da müssen wir Sie also noch um ein paar Wochen Geduld bitten, bis Sie dann auch diese Version im Handel erhalten. Die Preise der CorelDRAW Graphics Suite haben sich nicht grundsätzlich geändert, was allerdings eine gute Neuigkeit sicherlich für all diejenigen ist, die mit älteren Versionen der CorelDRAW Graphics Suite arbeiten und jetzt hier Funktionen entdeckt haben, die doch das Ganze stark vereinfachen und verbessern könnten, was sie mit der CorelDRAW Graphics Suite machen. Das Upgrade für 349 Euro empfohlener Preis ist für alle Anwender von CorelDRAW Graphics Suite, also auch in älteren Versionen, erhältlich. Mit der Vorversion war das beschränkt auf ein paar Vorversionen und wir haben uns jetzt aufgrund der Erfahrung und Kundenrückmeldungen dazu entschlossen, das Upgrade zu öffnen und alle Vorversionen der CorelDRAW Graphics Suite hier zu öffnen oder anzubieten als Upgrade. Davon ausgenommen sind die Bildungsversionen, NFR-Versionen, also die Ansichtsexemplare und OEM-Produkte. Also es geht wirklich um die CorelDRAW Graphics Suite Lizenzen für den kommerziellen Gebrauch. Es gibt natürlich auch von der CorelDRAW Graphics Suite X8 eine Version für Bildungseinrichtungen und auch, wie das bisher der Fall war, gibt es für Behörden und Unternehmen, für kleine Teams, Abteilungen und ganze Firmen dann auch entsprechende Lizenzprogramme. Da erfragen Sie bitte genauere Informationen bei Ihrem Softwarefachhändler, der Ihnen da sicherlich gerne ein Angebot auch machen wird. Bei Corel haben Kunden schon immer die Wahl und das möchten wir auch nicht ändern. Also auch mit CorelDRAW Graphics Suite X8 bieten wir weiterhin die Möglichkeit an, eine permanente Lizenz zu kaufen und eben auch
das Upgrade für all diejenigen, die mit einer früheren Version von CorelDRAW Graphics Suite arbeiten. Für diejenigen, die an einer Abo-Lizenz interessiert sind, vielleicht projektgebunden für einen bestimmten Zeitraum das Produkt lizenzieren möchten, bieten wir auch das an. Es gibt da zwei Möglichkeiten, eben ein 30-Tage-Abonnement oder das Jahresabonnement zu erwerben. Das ist die preisgünstigste Abo-Möglichkeit, hier über ein Jahresabo die Software zu lizenzieren und damit für den Zeitraum, den Sie da lizenzieren, dann auch immer die aktuellste Version zur Verfügung zu haben. Für alle diejenigen, die eine permanente Lizenz vorziehen, bieten wir jetzt auch neu die Möglichkeit an, über das Upgrade-Programm hier sicherzustellen, dass Sie neue Versionen erhalten, wenn sie verfügbar sind. Dieses Upgrade-Programm ist als Jahreslizenz erhältlich und bietet Ihnen dann eben die Möglichkeit, in diesem Zeitraum die neu erscheinenden Versionen zu nutzen, dann auch als permanente Lizenz. Das heißt, nach Ablauf dieses Zeitraums können Sie sich dann immer noch entscheiden, ob Sie das Ganze verlängern möchten oder mit der Version, die Sie dann als aktuellste Version erhalten haben, dauerhaft weiterzuarbeiten. Ganz kurzer Blick auf die Systemanforderungen, damit Sie wissen, ob Ihre Hardware mit der neuen Version zurechtkommt. Wir haben keine überzogenen Hardware-Anforderungen, denke ich mal. CorelDRAW Graphics Suite unterstützt Windows 10, aber auch Windows 8 und Windows 7. Es ist weiterhin als 32-Bit- und 64-Bit-Programm erhältlich. Und wie Sie sehen, sind die Hardware-Anforderungen wirklich, das hält sich sicherlich in Grenzen. Also das ist ein Rechner, der, glaube ich, auch schon 5 Jahre alt sein kann, der immer noch die Mindestvoraussetzungen erfüllen wird. Damit möchte ich die heutige Veranstaltung beenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie sich die Stunde Zeit genommen haben, um sich die Neuerungen der CorelDRAW Graphics Suite X8 anzusehen. Wenn Sie weitere Informationen suchen und wünschen und vor allen Dingen die CorelDRAW Graphics Suite X8 dann auch selbst ausprobieren möchten, bieten wir Ihnen da gerne die Informationen und die kostenlose Testversion auf unserer Webseite an, www.coreldraw.com. Dort erhalten Sie dann alles Weitere und eben die Testversion für die Installation auf Ihrem Rechner, sodass Sie dann mit Ihren eigenen Beispielen sich das Ganze auch ansehen können und natürlich auch mit der Testversion auf die ganzen Lernwerkzeuge zugreifen können, sodass Sie den Einstieg da auch leicht bekommen, auch ohne viele Vorkenntnisse von CorelDRAW zu haben.